Wir können zwar Arbeit, zum Beispiel elektrische Arbeit, komplett in Wärme umwandeln, wie der Heizlüfter kann das, aber wir können nicht Wärme wieder zurück in Arbeit umwandeln. Jedenfalls nicht zu 100%. Diese Umwandlung der edlen Energieform Arbeit in die unedle Energieform Wärme unterliegt Beschränkungen, insbesondere dem Carnot'schen Wirkungsgrad. So ist der Wirkungsgrad eines Ottomotors, eines Dieselmotors oder auch eines Wärmekraftwerkes durch diesen Wirkungsgrad beschränkt. Wir rechnen eine Aufgabe zu dieser Problematik. Wir haben ein Kraftwerk, welches zwischen 500 Grad und 100 Grad arbeitet und 80% des Carnot'schen Wirkungsgrades besitzt. Dieses Kraftwerk soll pro Sekunde 50 Megajoule an elektrischer Arbeit abgeben. Wie viel Wärme muss dieses Kraftwerk aufnehmen? Wie viel Wärme muss dieses Kraftwerk abgeben als Abwärme? Wie groß ist der Wirkungsgrad dieses Kraftwerkes? Wir skizzieren dieses Kraftwerk als Wärmekraftmaschine, als quasi Carnot-Maschine zwischen zwei Temperaturen, dem hohen Temperaturniveau T1, dem tiefen Temperaturniveau T2. Die Energiebilanz sieht so aus, dass wir Wärme von der hohen Temperatur aufnehmen, an die tiefe Temperatur Abwärme abgeben und dann zusätzlich elektrische Arbeit an die Umgebung abgeben. Diese elektrische Arbeit entspricht nicht dem maximalen möglichen, es sind nur 80% des idealen Wirkungsgrades. Wenn wir den Wirkungsgrad ausrechnen, nach Carnot 1 minus tiefe Temperatur durch hohe Temperatur, erhalten wir einen Wirkungsgrad von ca. 50%, 80% davon entspricht dann 41,4%. Wenn ich 100% Wärme aufnehme, werden nur 41,4% in Arbeit umgewandelt. Ich kann die Gleichung nach Q1 auflösen und erhalte dann einen Wert von 120 Megajoule, den ich pro Sekunde an Wärme aufnehmen muss. Außerdem kann ich den ersten Hauptsatz anwenden und die Abwärme Q2 berechnen. Ich erhalte dann 70 Megajoule, die pro Sekunde an die tiefe Temperatur als Abwärme abgegeben werden müssen.